Wo ist denn hier mal der Kollege Schnürschuhe? Da oben. Oh ne, will ich jetzt nicht drauf schießen? Ja, hier. Dann sprechen wir mal mit dem Lehrer vielleicht. Ja. Dann speichern wir mal fix. So, der Schrecken, Jagdgebiete. Die Karcher haben die Jagdgebiete südlich von Kettenkratz wieder geöffnet. Dort können Soldaten und Jäger gleichermaßen ihr Kampftalent gegen Maschinen auf die Probe stellen. Oh, mit Thurlis dürfen wir sprechen. Wir aktivieren das einfach mal. Und reden mal mit Thurlis. Aloy. Ich mach das schon. Thurlis. Du hast dich also fürs Jagdgebiet entschlossen. Find ich gut. Isvat hier hat allerlei Prüfungen für Heißsporne wie dich, die ihr Maschinenjagdgeschick erproben möchten. Oder wie die Tenakth sagen, sich Streifen verdienen. Dachte, Jagdgebiete gehören den Karja. Die Tenakth haben im Westen auch welche. Fragst du aber, die Karja haben Westländer die Idee dem Sonnenreich gestohlen. Die Tenakth haben das Gebiet eine Weile genutzt, nachdem sie die Karja vertrieben hatten. Hier lagen sogar noch ihre Spezialmünzen, die man bekam, wenn man seine Streifen verdient hatte. Hier. Das sind Medaillen von den Karja, Kriegsbeute. Das heißt, man kann sie im Tenakth-Clan-Gebiet gegen Ausrüstung tauschen. Ganz schön grausig, ich weiß, aber das waren die Karja bei den roten Raubzügen ja auch. Da fällt mir ein, wenn du nach Westen willst, könnte Isvat dir welche geben, sofern du dir deine Streifen verdienst. Die könnten dir da draußen bestimmt nützlich sein. Danke. Oh, und falls du zufällig Streit spielst, mein Freund da drüben hat tolle Sachen zu tauschen. Wenn du etwas für die Prüfungen brauchst, komm zu mir. Ich habe vieles, das dir bestimmt nützlich wäre. Viel Glück. Alles klar, Handler. Hey Rotschopf, was kann ich für dich tun? Hast du was für uns? Wir können doch bestimmt erstmal was verkaufen, unseren ganzen Tand, oder? Nee, Streitfiguren wollen wir nicht verkaufen. Kann ich hier keinen Tand verkaufen? Hilfsobjekte. Nee, die brauchen wir alle. Nee. Rohstoffe. Zum Verkaufen markieren. Das ist doch alles hier. Zu verkaufender Wertgegenstand. Bronzebarren. Verkauf, 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 Verkauf. Ne, das ist alles hier. Genau. Es gibt doch bestimmt auch einen Button. Naja, egal. Verkaufen. Die Rohstoffe, wir verkaufen keine Rohstoffe. Es sei denn, wir haben so viele. Ne, Rohstoffe verkaufen niemals. Bis bald, Rotschopf. Mist. Hey, Rotschopf. Ja. Was kann ich für dich tun? Ich muss noch mal gucken, was du denn überhaupt... Du hast... Waffen, explosive Steuervoll, das Seilwerfer. Werkzeuge, Rohstoffe. Fröhliche Jagd. Aber da stand doch gerade was von... Nee, nee, das war beim Verkauf. So, wer... Mit Streitschnitzer handeln. Ah. Gräber. Achso. Gräberstreitfigur, Wühlerstreit, Dornrückenreis, boah Mann. Okay, wir müssen aber erstmal noch, bevor wir hier, können wir mit dem auch spielen. Ach, Streitfiguren hier unten. Naja, das machen wir erstmal noch nicht. Willst du dein Jagdgeschick trainieren, Retterin? Ja, wo denn? Was ist hier? Oh, mein Vorrat. Ah. Aber... Warte mal. Rohstoffe auffüllen. Hat er jetzt gemacht. Ah, okay. Ah, das A, was... Alles klar, ich verstehe. Was hell hinterlegt ist, lässt sich auffüllen. Gut. So, jetzt aber. Mit Jagdhüter, mit Jagdgebiethüter reden. Wenn du die kostbaren Medaillen der Tenakth suchst, die kannst du hier verdienen, Retterin. Oh, Ich möchte dir das hier geben, falls du es brauchen kannst. Kriegerbögen. Dank, dass du Thurlis aus der Klemme geholfen hast. Jagdgebiete der Schrecken. Alle Karcher-Soldaten wissen, dass die Sonne nicht für die Unvorbereiteten scheint. Dieses Gelände dient seit langer Zeit dazu, Jäger darauf vorzubereiten, sich den wilden Maschinen zu stellen, die an der westlichen Grenze umherstreifen. Vom Herunterschießen von Maschinenteilen bis zur effizienten Nutzung von Schockmunition, die Prüfungen, die du hier findest, werden dir Lektionen vermittelt, die zum Überleben im verbotenen Westen unabdingbar sind. Abriss-Prüfung, Schockprüfung, Betäubungs- und Fallenprüfung. Abriss-Prüfung. Entferne und plündere Wühler-Energiezellen. Viertelstreifen, Halbstreifen, Ganzstreifen. Boah, entfernt. Mein. Nutze deinen Fokus, um die Energiezelle eines Wühlers zu markieren, damit er leichter zu sehen ist. Benutze Waffen und Munition mit Reißschaden, um zum Ablösen. Nutze den Schock-Kriegerbogen oder eine Schock-Stolperfalle, um eine Maschine in den Betäubtzustand zu versetzen und sie bewegungsunfähig zu machen. Dann ist es leichter, Bauteile abzuschießen. Okay. Rohstoffe, die du durch das Plündern von Energiezellen erhältst, können eingesetzt werden, um Schockmunition herzustellen. Stirbt eine Maschine, kannst du ihre Bauteile nicht mehr herunterschießen. Ach du Schande. Okay, wir probieren's mal. Nee. Rutscht die Seile runter, dann starte ich die Zeit. Ja, also Kriegerbögen haben wir bekommen. Kriegerbögen sind schnellfeuernde Bögen für kurze Entfernungen. Im Gegensatz zu anderen Bogentypen verursachen sie auch dann maximalen Schaden, wenn sie nicht vollgespannt sind. Verlierer bei längeren Entfernungen schnell an Präzision. Okay, nicht vergessen, Feuerelementpfeile, um Kanister des gleichen Elementtyps zu sprengen. Energiezellen muss ich dann mit Energiepfeilen schießen. Zeig mal her, wo ist denn der Bogen? Das sind... warte mal, wo... Schock-Kriegerbogen. Habe ich den jetzt ausgerüstet? Ach, da unten sehe ich es, ne? Okay, ich bin gespannt. Also... erstmal 2 Energiezellen plündern. Aber wo sind die Energiezellen? Ach, da hinten, ne? Nee, ich bin noch ganz... noch etwas... die Energiezellen, das da. Aber wie kann ich die denn abschießen? Na, das wird eine Weile dauern. Glaube ich. Wühler-Energiezellen. Hier da hinten halt. Habe ich da eine? Nee. Ich setze nach. Das Vieh hat uns jetzt... boah. Okay, das müssen wir nochmal wirklich scannen. Kann ich die von hier oben ausscannen? Aber wie kann ich denn... zeig mal her. Harte Außenhülle, Vorratsbehälter, Energiequelle. Ach doch, das da hinten, aber... das sind verschiedene. Das ist nicht nur der Wühler, ha? Zeig nochmal her. Stürmer, genau. Das sind Wühler. Stürmer. Und das Ding hier macht welchen Schaden? Steht das irgendwo? Ja, Elektroschaden, aber Schockpfeile. Aber ich brauche ja Reißschaden. Der macht... da, Reis. Stimmt. Ah, damit kann ich den schocken. Okay, ja, ich verstehe. Damit kann ich den schocken. Dann ist er... dann lass dich... ja, okay. Okay, halb. Weg ist die Energiezelle, Mist. Da war die Energiezelle kaputt. Nee, ihr seid keiner. Ihr seid ja Stürmer. Da. Mist. Und jetzt? Ja! Und tschüss. Mist. Mann. Jungs. Ja, da war er. Hier ist er. Mist. Oh, abgeschlossen. Gut. Ich komme. Nein, ich komme. Lass mich doch mal in Ruhe. Okay, das haben wir erledigt. Na, wie war ich? Warst sehr gut, wie ich erwartet hatte. Das ist wohl verdient. Okay. Was hast du denn Schönes für mich? Belohnung einfordern. 58 Sekunden. Stark. Eine Jagdmedaille, kleiner Maschinenkern, okay. Ach, ich habe alle drei mit einem... Ich habe alle drei Streifen mit einem Mal geschafft. Das war ja gut. Okay, beim zweiten Versuch. Nicht schlecht. Nee, nicht nochmal starten. Nein. Hier, nein. Zurück. Okay, das war gut. So, Schockprüfung. Betäube Maschinen in der Nähe eines Wühlers, indem du ihre Energiezellen mit Schockmunition überlädst. In der Nähe eines Wühlers. Wird eine Energiezelle mit Schockmunition getroffen, löst dies eine verzögerte Explosion aus, die alle Maschinen in Reichweite betäubt. Benutze den Schock-Kriegerbogen, um die Energiezelle eines Wühlers zu treffen und sie in der Nähe anderer Maschinen zu überladen. Nutze Schockmunition bei einer Maschine, um den Betäubtzustand aufzubauen und sie bewegungsunfähig zu machen. Dann ist sie leichter. Ja, das war. Den Schock-Kriegerbogen, um die Energiezelle eines Wühlers zu treffen. Die Energiezelle. Bring an den Seilen runter und starte die Prüfung. Ja. Das ist der Schock-Dingsbums. Und der Wühler ist. Das sind wieder die Stürmer. Und das sind wieder die Wühler. Okay. Naja, gut. Nein! Doch, ah ja, das war so. Ja, warum driften die nicht? Die schießt einmal vorbei, oder? Hä? Das verstehe ich irgendwie nicht. Die schießt. Das war zu weit weg. Okay. Das wird nichts, so ohne weiteres. Oh, wenn die anderen ankommen. Ich muss hier mal abhauen. Nee. Nein. Aua. Was ist denn mit dir? Jetzt. Aber. Nein, das war nix. Auch keine Munition mehr. Ich bin eingesperrt. Weg, weg, weg. Ich bin ein bisschen eingesperrt. Komm wieder rein ins Areal. Hat der. Nein. Mist, der hat keine Energiezelle mehr. Oh Mann, war wieder hier eingesperrt. Oh, ich habe keine... Ich habe mein... Ah, das wird nichts. Meine Heilung habe ich verbeutelt, verbattelt. Hm. Nee, das wird leider nichts. Sie wissen, dass irgendwas nicht stimmt. Hä, komme ich hier nicht hoch? Ja. Und da muss ich nochmal anfangen. Betäubte Maschinen in der Nähe eines Wühlers. Betäubte Maschinen in der Nähe. Hm. Meinung geändert, ja. Retterin? Hm. Müssen wir nochmal probieren. Rutscht die Seile runter, dann starte ich die Zeit. Aber ich habe keine Nahrung mehr, kein Leben mehr, kein... Oh, man muss echt viel sammeln. Da lohnt sich das hier schon mit dem... alle Kalorien auffüllen. Warte mal, die Lebenstränke. Kleiner Gesundheitstrank. Hm, das ist tricky, doch. Was war das denn? R1 aktivieren. Aber wann aktiviere ich das denn? Hm. Nein, wir wollen nochmal probieren. Wir wollen das nochmal probieren. In den Rückstätten kann ich vielleicht herausfinden, ob man sie überbrückt. Mist. Na, wo bist du? Nein. Oh nein! Da macht er mich kaputt. Die sind schon... Ja, die sind schon ordentlich. Okay, das scheint ein bisschen länger zu dauern. Können wir da gleich wieder los, oder? Ja. Das... Ich muss immer... Oh, das kostet ständig. Krass. Mist. Das war nichts. Ah, der dreht sich mir zu. Das da ist doch auch eine Energiezelle, oder? Nee, doch nicht. Ja, ist ja gut. Hm. Au. Wo denn? Hey, was passiert da? Aber ich habe doch mein Dings aufgefüllt. Halten zum Füllen. Ah, okay, alles klar. Hm. Also, ich bin ein wenig überfordert. So, und nur? Aber waren keine Maschinen in der Nähe. Hm. Waren keine Maschinen in der Nähe. Da ist wieder einer. Aber... Na, komm ran. Der trifft mich ja. Mist, habe ich vergessen. Ja. Das ist ein wenig komfortabel wird, muss ich sagen. Und Okay, der merkt sich doch. Ah, der merkt sich doch. Ja, er merkt sich's. Okay. Ja, wir probieren's nochmal. Habe ich den aktiv? Ja. Okay, getroffen. Jetzt betäube jemanden. Ha! Geschockt! Oh, einen hat er betäubt. Schnell. Und 2 von 3. Oh, der auch. Weg, weg, weg. Das klappt. Ja. Ha, manchmal geht's. Und manchmal, da brauchst du halt... Ja, diesmal ging's gut. Hallo, auch mit dir. Ich bin begeistert, dankeschön. Nee, wo bist du denn? Ja. Das ist deins, Retterin. Oh, wieder 3 Sterne, 38 Sekunden. Ich halt's nicht aus. Gib mal her, ja. Maschinenkern nehmen wir. Medaille nehmen wir auch. Maschinenkern, ja. Wühler, Waffenspule und mittlerer Maschinenkern. Sehr gut. Und fortfahren. Pff, also, ich bin begeistert. Betäubungs- und Fallenprüfung. Nutze die in den Gebieten aufgestellten Umgebungsfallen. Ja, habe ich schon schmerzhafte Bekanntschaft gemacht, um Maschinen im Betäubt-Zustand zu erledigen. Fokus, klar. Die Schockmunition gegen eine Maschine baut dies den Betäubt-Zustand bei ihr auf. In diesem Zustand kann die Maschine sich nicht bewegen. Nutze den Schock, Kriegerbogen oder eine, um Maschine unter einer Falle zu schocken. Löse dann die Falle aus, indem du... Oh, was? Ich muss... Das Gelände gehört dir. Boah. Rutsch einfach mit den Seilen rein. Ja, danke. War nicht geschockt, ha? Hm. War nicht geschockt. Ja, aber kann ich die da drüben auch schocken? Ah, es ist zu weit weg. Den da, kann ich den auch schocken? Nicht, ha? Ja, das wird spannend. Aber da ist keine Falle. Hm. Das ist meine Chance. Gut. Hat's jemand... Oh, es hat jemand erledigt. Ah, die hat die... Hm, okay. Ja, das Vieh hat wohl die Falle selbst ausgelöst, scheinbar. Na gut. Das, ja. Wird spannend. Finde ich, wird sehr spannend. Wie das andere auch. Ah. Okay, Freunde, ich muss hierher. Nein. Wo? Mist. Systeme sind überladen. Hat nicht funktioniert. Boah, ist ja... Mann. Na, komm her hier. Oh, eins von... Nee. Weg, 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 weg. Ich muss erstmal die Fallen irgendwie ordentlich finden. Da hinten ist eine. Hier ist eine. Komm mal ran hier. Nee. Ich brauche ja so einen Wühler. Okay. Nee, nee. Aber das reicht nicht aus. Nee, ist zu weit weg. Ja, die letzte Prüfung ist ja tricky. Ich brauche zuerst Munition. Ja. Oh, hier. Ach so, geht gar nicht kaputt. Und geht auch nur um den Schockzustand. Naja, das bringt jetzt nichts mehr. Das ist also ein wenig... Wo haben wir denn noch? Warte mal, da oben... Okay. Kommt einer? Hinter mir her? Nee. Und so viel sind ja auch nicht mehr, ne? Okay, wir brechen die Sache mal ab. 1 von 3. Oh, hier hinten ist auch noch so ein Ding. Wieder können wir durchsuchen, natürlich. Ah, hier hinten sind auch etliche. Das ist nix. Mit Umgebungsfallen getötete, betäubte Maschinen. Hm. Also, ich glaube, das ist doch noch anders. Ich breche die mal ab kurz. Ich kann etwas anderes aufbauen. Hm, ja. Wir machen das nochmal. Spring an den Seilen runter und starte die Prüfung. Also, ja, jetzt hat er mich natürlich schon gesehen. Mist. Mist, entdeckt. Ja. Nee, das war nix. Ich glaube, ich muss die anderen mitbetäuben, wa? Das wird schwierig. Okay. Da ist nichts runtergeflogen. Hm, also diese Prüfung ist doch sehr, sehr... Naja. Interessant. Weil es reicht ja nicht die... die zu betäuben. Naja, das bringt nichts. Puh, das ist echt heftig. Probieren wir nochmal. Die letzte Prüfung ist stark. Die Prüfung ist noch nicht fertig. Ja, es tut mir leid. Willst du eine andere? Wir versuchen es nochmal. Alles ist bereit. Rutsch einfach mit den Seilen rein. Wenn ich die richtige Brutstätte finde, erfahre ich, wie man diese Maschine überwacht. Habe ich den? Mist. Ja, ich weiß, ich muss da hinten auf den... Aber da dreht sich halt nicht um, das Mistvieh. Er hat uns mit einem Hieb... hat er uns erledigt. Stark. Ganz stark. Komm. Wir müssen natürlich hier wieder aufladen. Dann füllen wir mal wieder auf. Mist. Okay, wir schleichen uns darüber. Wir müssen die nur alle da unten drunter kriegen. Kommt einer? Der läuft da hoch. Okay. Aber uns entdeckt. Na los, komm Freund, wo gehst du hin? Psst. Der läuft da oben lang. Da hinten sind gar keine von den Viechern. Ja, wenn zwei dahin gehen, das wäre super. Und? Die Maschine hakt. Ja, haben wir zwei erledigt. Jawohl. So, jetzt brauchen wir noch einen. Da ist einer. Wo müssen wir den hinlocken? Dahinter am besten, komm. Kommst du? Mist. Ja. Hat's ihn erledigt? Ah, Mist. Ja, Schande. Reicht leider nicht. Mist. Naja. Heilen wir uns mal. Läuft die Zeit? Ach, da oben läuft die Zeit. Wir brauchen noch einen. Ist er betäubt? Mist, war er nicht betäubt. Hatte ich einen falschen Pfeil, ja? Na gut, dann. Wir hauen mal ab, komm. Also zwei Maschinen, das... Ah, okay. Kommt einer? Ja, gleich ist vorbei. Oh, da ist einer. Na, ich brauche seinen Arsch. Jetzt. Da müsste etwas durchbrennen. Oh ja, warte. Hui. Also es war spannend. Die zwei da vorne waren praktisch. Da muss ich also warten. Irgendwann laufen da zwei lang. Schwierig, schwierig. Komm, hoch mit dir. Herausforderung gemeistert. Das ist deins, Retterin. Was haben wir denn geschafft? 3 Minuten 29. Viertelstreifen und Halbstreifen haben wir geschafft. Okay. dran. Nehmen wir alles mit. Gewebe, Schock, Verteidigung plus 5%. Gewebe, Schock, Verteidigung. Ja, die machen wir dann gleich nochmal. Moment. Schließen. Dieses Gebiet steht hier immer offen. Ja, 3 Streifen in einem Jagdgebiet erhalten. Hallo. Ich will aber erstmal kurz in die Waffen schauen. Und zwar Sprengschleuder, Schock-Stolperfalle. Oh, mit den Stolperfallen. Schock-Kriegerbogen. Nein, nicht ablegen. Ach so, die Spule. Ah, den muss ich erst modifizieren. Ah, muss ich erst freischalten. Nee, geht noch nicht. Okay. Die Stolperfallen. Retterin. Das Jagdgebiet steht hier offen. Ah, das mit den Stolperfallen ist natürlich spannend. Ich halte dieses Jagdgebiet auf allerhöchstem Karja-Stand. Ja, komm. Ich muss hier nochmal was probieren. Na, wir müssen das nochmal testen. Das Gelände gehört dir. Dankeschön. Rutsch einfach mit den Seilen. Mach ich. Da kamen irgendwann 2 da lang. Da hatte ich die mit einem Mal erwischt. Aber so eine Stolperfalle ist natürlich spannend. Bin ich zu hoch, oder? Okay, jetzt ist er aktiv. Ich muss eine Brutstätte finden, um zu lernen. Sie ist aktiv. Mal gucken. Das? Ah, Mist. Da hätte ich warten sollen. Okay, da ist einer. Da steht aber günstig. Mann, ich treffe ihn seinen Popes nicht. Nein. Mann, dass die hier diese Stürmer dahin gepackt haben. Ich seh nix. Mann, die Viecher. Und? Ah, 1 von 3. Lauf, meine Bruder. Nee, okay. Nee. Oh ja, der eine ist betäubt. Oh Mann. Nee, das geht nicht. Hä, wie kann ich das losschießen? Mist. Na gut, egal. Weiter, weiter, weiter. Boah. Okay, das wird jetzt nix. Scheinbar wird das erstmal nichts mehr. Aber die Sache mit dem... mit den Stolperfallen ist vielleicht ganz praktisch. Probieren wir nochmal. Oh, Lust auf eine Nein! Komm, das probieren wir auf jeden Fall nochmal. Alles ist bereit. Rutsch einfach mit den Seilen rein. Okay, wir müssen wieder uns auffüllen. Ich muss echt eine Sammeltour machen. So, aufgefüllt. Aufgefüllt. Dann diese Stolperfallen. Boah, das kostet alles so viel. Nein, ja. Gut. Praktischer wäre es, ich würde hier oben so lange warten. Da hinten. Oh, da kommt einer. War das? Ah, Mist. Nee, das war nix. So schnelles Zurück. Ach, habe ich abgeschossen. Ah, schade. Ja, es tut mir leid. Das war leider nix. Ja, jetzt kommen sie alle an, ne? Aber ich könnte trotzdem hier eine Stolperfalle setzen. Da muss jetzt nur noch ein Stürmer durch. Hier, komm. Kommt einer? Die lassen sich nicht locken, hä? Jetzt aber. Hier bin ich. Ah, Mist. Ja, falscher. Ja, die... Dieser Versuch wird nix. Ja, ich bin tot. Ja, da habe ich mich umbringen lassen. Es ist, wie es ist. Wir probieren es nochmal. Wir brauchen die 3 Streifen. Da immer wieder dieses Auffüllen. Wie kann ich denn... Das war schlecht. So. Jetzt kommt er schön an. Und dann müsste ich nur warten, bis die... Die Stürmer auch kommen. Kommen welche? Ja. Mist. Satz mit X. Blödes Vieh. Ich bin aufgeflogen. Okay. Oh Mist, das hat nicht funktioniert. 1 von 3 leider nur. Es hat nicht funktioniert. Hey, warte doch. Nee, zu spät. Schade. So, wo sind denn noch welche? Der ist immer noch da. Aber... Wo kann ich den erwischen? Mist. Okay, die Zeit verstreicht. Zeit verstreicht. Hier oben, aber das ist der Unding. Okay, wir probieren es nochmal. Na. Es hat nichts... Diese Stelle ist nicht so... Meinung geändert? Nein. Retterin? Rutscht die Seile runter. Dann starte ich die Zeit. Okay, diesmal haben wir wenigstens... Ja, müssen wir wenigstens die Sachen nicht mehr so erfüllen. Ah doch, wir könnten mal kurz... Es wird immer weniger und wird immer weniger. So. Da ist er schon vorbeigegangen, der Gute. Ich dachte auch eher da vorne an die Stelle. Aber die ist natürlich sehr... Da kommt einer. Die Stelle ist gut. Aber einen haben wir noch. Einen brauchen wir noch. Wo ist noch einer? Ich habe keinen mehr, oder? Den müssen wir... Wo ist eine Falle? Hier. Hierher locken. Wo ist er? Kommt er? Hier bin ich. Ja, hier. Hier bin ich. Na komm doch. Ja, hier bin ich. Komm ran. Ist zu weit. Ja! Das war gut. Das war gut. Na siehste. Man braucht halt ein bisschen... Muss ein bisschen Geduld. Okay. Geduld haben. Ne, dann sammle ich die jetzt natürlich auch hier ein. Die Jungs. Die Zellen. Wühler. Ne, sammeln wir schon mal ein. Oh, was, wo? Ist noch einer? Mistvieh. Ja. Haben wir ihn erwischt? Den Freund. Wir sammeln das fix noch ein und dann schließen wir das Ding ab. Ja, ist ja gut. Wir wissen's. Wir wissen's. Was ist denn mit euch? Gott. Und du? Ne. Ja, müssen wir noch ein bisschen was einsammeln. Oder? Ja, siehst du? Rohstoffverhälter brauchen wir. Okay, jetzt gehen wir nach... Ja, wir gehen. Wir gehen schon. Okay, dich können wir noch mitnehmen. Ne. Wir kehren zurück. Haben unsere 3 Streifen verdient. War gut, aber war auch knifflig. Du hast da unten eine 1A-Jagd abgeliefert. Das ist für dich, Retterin. Na, zeig her. Ein Ganzstreifen haben wir bekommen. Jagdmedaillen, Stürmerzirkulator, mittlerer Maschinenkern, Schockspule wieder, mittlerer Maschinenkern und dann fahren wir fort und haben da die Streifen, haben überall die Streifen. Sehr gut. Dann bis bald, Retterin. Ja, dann war es das jetzt auch mit der aktuellen Aufnahme. Vielen lieben Dank für eure Geduld, für euer Zuschauen. Lasst euch gut gehen, bis dahin. Wenn wir uns wiedersehen bei Horizon Forbidden West. Dankeschön und tschüss.